echte Bunny. Da will ich auch wieder Häschen. Hi Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva Gaming. Heute ist Mama dabei. Hallo. Und heute reacten wir auf ein paar Videos und zwar Adopt Me in Real Life. Oh yeah, wir fangen auch direkt an. Ich habe mich schon immer gewundert, wie Adopt Me Tiere in Real Life aussehen würden. Denn manche sind ja einfach nur richtige Tiere und manche sind so ein bisschen... Ja, wie zum Beispiel ein Zombie-Buffalo. Gibt's das? Ich denke nicht. Ich hoffe, es gibt keine echten Zombies. Aber wir starten jetzt einfach mal. Hast du schon eins rausgesucht? Wir reagieren auf ein Video von einem anderen YouTuber. Wir verlinken euch die Originalvideos auch mal hier unten. Und wenn ihr Lust habt, dann lasst demjenigen doch auch einen dicken Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und los geht's! Okay, Adopt Me versus Real Life, Part 1. An Australian Kelpie. Oh. Also ich finde... echte Version irgendwie süßer. Ein Palikott, okay, da mag ich die Adopt Me Version mehr. Stimmt, der sieht echt komisch aus. Mit der Beaver. Der sieht auch in Adopt Me besser aus, ja. Finde ich. Ich denke, das ist ein schöneres Bild. Ein Albino Monkey. Ich finde der... den echten. Der sieht eigentlich voll süß aus. Total. Die Adopt Me Bee. Ich mag die echte Biene lieber. Die hat so fluffiges Fell, kann man nicht sagen. Aber Black Panther. Ich mag den echten. Der sieht so schön aus und elegant. Mhm, total. Ein Emu. Okay, Adopt Me Version. Ja. Der sieht ein bisschen zerrobt aus. Was kommt das nächste? Eine pinke Katze. Die ist doch eingefärbt. Brown Bear. Ich mag die... Adopt Der sieht sehr gefährlich aus. In Buffalo. Okay, ich mag die Adopt Me Version mehr. Mhm, ich auch. Oh, das echte Bunny. Da will ich auch wieder Häschen. Und eine Capybara. Ich denke, ich mag das echte. Ja, es sieht voll süß aus. Ich weiß gar nicht, was das gibt. Eine Katze, das echte. Die echte Katze ist voll hübsch. Ja. Oh, Chick. Echtes. Das echte Chick ist voll goldig. Plus ein Krokodil mag ich das Adopt Me. Ja, das Adopt Me Krokodil sieht super süß aus und das echte voll gefährlich. Ja. Eine Crow mag ich die Adopt Me Version mehr. Aber so eine Crow sieht schon sehr majestätisch aus. Ich denke, Adopt Me Version. Stell mal vor, da fällt jetzt in dein Ei raus. Oh, das ist echt. Oh, Chocolate echte. Labrador. Ja, der ist ja noch ganz klein. Ja. Ich denke, ich mag das Adopt Me. Ich mag auch die Adopt Me Kuh, sieht irgendwie süßer aus. Ja. Ein Dingo, die echte Version. Ja, der Dingo sieht schon toll aus. Ein Drake, also eine männliche Ente. Also, ich denke, die Adopt Me. Die echte Ente. Und das hier wieder Adopt Me beim Elefant. Nein, ich finde, der Elefant ist so schön. Ich liebe Elefanten. Snow Puma, ich mag den Snow Puma mehr. Dragon, das ist nicht echt. Aber ich mag trotzdem das Bild mehr. Hier mag ich die echte Version mehr. Ich auch. Löwen sind schon was ganz, ganz Tolles. Ein Schweinchen! Ich denke, ich mag die echte Version. Aber kennt ihr noch den Film Babe? Den hast du noch nie gesehen? Babe, das Schwein? So süß. Ich hatte, als ich, wie alt war ich denn da? 14, 15, hatte ich so ein Kuscheltier als Schweinchen. Das hieß Babe, wie der Film. Um ein Schweinchen. Oh mein Schweinchen, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich noch als Kuscheltier erinnern. Okay, ich mag den echten Pinguin mehr. Der echte Pinguin ist sehr süß. Der hat tolle große Augen. Okay, Adopt Me. Turkey ist, das war einfach, ja. Oh, Hyäne. Ich denke, ich mag die echte Version. Warte, ich hab. Fun Fact, in der Tierwelt sind ja nun mal die Männer stärker, aber in der Hyäna-Welt sind die weiblichen stärker. Wow! Also ich mag Hyänen und nehme das echte. Ein Griffin, den echten. Aber ich glaube, der war auch gar nicht echt. T-Rex. Ich mag nicht den echten, der sieht so gefährlich aus. Ich mag den nicht, aber das ist Saba. Also ich mag die echte Ginger Cat mehr, die sieht voll... Garfield, kann ich dazu nur sagen. Ich mag die Adopt Me Version mehr. Stimmt, sieht mit den Augen und die. Oh, ein Toucan, der echte. Ja, der echte. Der ist so hübsch, ich liebe ihn. Und er hat so ein gequetschtes Gesicht. Das ist auch nicht echt, also nehme ich das Adopt Me Tier. Aber warum ist jetzt das Gras pink? Lama, ich denke, ich mag das echte mehr. Das echte sieht voll süß aus, man darf sich nur nicht beschmucken lassen. Ah, ich denke, das Adopt Me. Ich mag den echten Flamingo. Den echten Fennec Fox. Stimmt, der hat Riesenohren wie unsere wir. Und so Riesenaugen.
Okay, hier der echte Frog. Oh, die Giraffe ist schön. Ich mag, denke ich, ja die Giraffe. Aber ich würde sie nur in Mega Neon wollen, wenn die Flecken auch wirklich Flecken sind. Wie ist das ein goldener Pinguin? Na, der ist so bräunlich deswegen. Ja, aber ich mag den Dog nie mehr, weil er auch gold ist. Blue Dog. So einen weißen Hund. Okay, ich mag diesen mehr. Oh, ist der groß. Oh, die gibt's eigentlich nicht mehr. Die gibt's eigentlich nicht mehr. Ah, Ground Sloths. Die sind extinct. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich dachte, Faultiere sind doch eigentlich relativ klein. Ah. Ja, aber ich denke, die waren in der Ice Age ausgestorben. Und ich mag auch das Adopt-Me-Pferd mehr. Ich mag das echte mehr, das sieht so schön aus. Evil Unicorn, wow! Also, das ist ja nicht so süß. Und dann ja, es ist halt evil, wenn was böse ist, dann ist es halt so. Aber ich mag diese Version da schon sehr gerne. Das ich meine, die sieht cooler aus. Das Känguru, das definitiv... Echt? Nee. Oh, die Kitsune. Ich liebe Kitsune. Das ist echte. Also, das ist falsch echte. Das ist falsch echte. Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch nicht echt. Ich wünschte, Kitsune wäre echt. Ja, aber das sieht toll aus. Oh, der echte Koala. Der sieht viel besser aus. Meerkat auch einen echten. Ich würde den Jelly nennen. Oh mein Gott, sieht der gut aus. Ja. Ist das Toilettenpapier da drüben? Ich weiß es nicht, oder es war so eine Kassenrolle. Den Otter hatten wir den nicht schon? Ich denke, ich hatte den. Die Adopt Me Owl finde ich irgendwie besser. Ja. Die sieht voll cool aus. Und den echten Panda. Der sieht knuddelig aus, aber ich habe schon gehört, die sind ganz schön gefährlich. Den echten Parrot. Ich finde den Adopt Me Parrot irgendwie cooler, weil er größere Augen hat. Monkey King, den echten, das ist gut gemacht. Nein, ich mag den echten. Platypus. So Puma, ich mag auch den echten wieder, der sieht so elegant aus. Stimmt. Eine Queen Bee, ich mag. Also da ist die goldene schon schöner, ja. Ja, so Diamantgold. Albino Bat, ich mag die Albino Bat, die sieht voll cool aus. Die echte, die sieht abgefahren aus. Und ich mag auch die echte. Bad Dragon. Wow. Nee, ich mag das Adopt nie mehr. Ghost Bunny. ich mag das echte mehr. Das echte. Den echten. Die Ratte. Ich denke, ich mag auch das echte. Die echte sieht süß aus. Und oh, das echte. Dieser ich habe auch Panda. Nie einen Red Panda gesehen. Wirklich? Ein Dodo. Ich mag das Adopt-Me-Ding mehr. Und Triceratops mag ich auch das Adopt-Me mehr. Auch, ja. Ein Deinoxus. Spricht man so aus? Ich mag das Adopt-Me mehr. Aber egal. Definitiv. Und Okay, wir versuchen uns gar nicht erst an den Namen auf. Ich mag das Adopt-Me mehr. Auch Adopt Me, bei den Fossil Eggs mag ich alle Adopt Me Tiere mehr. Bei den Fossil Eggs versuchen wir gar nicht erst das zu. Stegosaurus, da kann ich so sprechen, mag ich zu Adopt Me. Gilipton. Gilliptodon. Oh. Ja, auch. Ich habe immer Gilipton gesagt. Robodog, das ist ja krass. Aber es ist ja kein echtes Tier, aber ich mag das echt mehr. Rhino. Ist Adopt Me Tier. Echt? Als du klein warst, hast du zum Rhino immer gesagt im Zoo, das wäre ein Einhorn. Oh ja, ich weiß noch. Wild Boar. Oh, Shiba Inu. Ja, ich mag den Shiba Inu im echten mehr. Der ist toll. Silly Duck. Wie ist das ein Silly Duck? Wollte ich auch gerade sagen, so nur ein Ente. Ich mag das. Oh, echt? Sloth. Echt? Oh, echt. Der sieht echt aus wie Scooby-Doo. Die Turtle, da mag ich auch das Adopt nie mehr. Stimmt. Eine Golden Rat. Wie ist die denn golden und eine Ratte? Das ist doch eine Maus. Das finde ich voll cool. Sabertooth, ja, ich mag das noch mehr. Also das Adopt Me hier. Oh, da ist aber Adopt Me Tier, Adopt Me Tier, Adopt Me Tier. Ich mag die Tasmanian Tiger nicht. Woolly Mammoth. Da den echten. Der sieht so majestic aus. Golden Unicorn. Ich mag das Adopt Me mehr. Echt? Nee. Golden Griffin, da mag ich das echte mehr. Ich weiß noch nicht, was Gold an ihm ist. Ah, der Golden Dragon im echten. Im echten, der sieht cool aus. Aber ist nicht richtig echt. Shadow Dragon! Den echten. Oh, so sieht ein Zombie Buffalo aus. Das ist einfach nur ein Buffalo grün. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ist das Fluffy von Harry Potter? Der Severus, der sah schon ziemlich cool aus. Ich denke wirklich, das war Fluffy von Harry Potter. Arctic Reindeer. Adopt Me. Oh, die haben es jetzt ein bisschen umgestaltet. Ah, schade, dass es nicht mehr nebeneinander ist. Oh, in echt. Ich denke, ich mag das Adopt Me Tier mehr. Oh, der sieht doch so toll aus. Ein Reindeer.
Adopt Me Too, okay. Und jetzt vielleicht was hier. Ich mag das Adopt Me Too. Das sieht irgendwie seltsam aus. Arctic Fox, ich denke, ich weiß schon meine Antwort. Sag mir, Tierchen. Ich mochte das mehr, als sie das nebeneinander gezeigt haben. Oh, das ist der sieht so schön aus. So knuddelig. Der Polarbär. Polarbär, genau. Das ist Adopt Me Tier. Der ist süß in Adopt Me. Ein Eisbär in echt. Adopt Me. Das ist ein Killer. Wirklich. Die sind so gefährlich. Oh, das ist echt. Echt? Ein Elf-Hedgehog? Ich denke, ich weiß jetzt schon eine Antwort. Das ist alleine eine Adopt Me schon süß. Ich bin gespannt, wie der hier aussieht. Das ist echt. Aber das wurde doch nur drauf geeditet. Ein Wolf. Ich denke, ich weiß jetzt schon meine Antwort. Ich mag nicht Wölfe. Das ist echte. Die sehen so elegant aus. Santa Dog. Da ist der Santa Dog. Oh! Ich denke, ich mag den Adopt Me mehr. Echt? Hier ein Swan. Aber wie war das denn eigentlich ein Weihnachtstier? Ein Swan, keine Ahnung, wahrscheinlich weil er weiß war. So Schwäne sind echt schon sehr schön nehmen. Aus. Sehr, sehr schön. Robin. Ich habe eigentlich noch nie im echten Leben Robin gesehen. Auch Adopt noch nicht. Me. Echt? Ich finde den echt voll schön. Ich finde den irgendwie so komisch. Frost Dragon, ich weiß jetzt schon meine Antwort. Hier bin ich schwer gespannt. Ach, den haben wir doch vorhin schon gesehen. Nee, das war der Shadow Dragon. Ah, stimmt. Wow! Also Bild. Lynx. Ich denke, ich weiß jetzt schon meine Antwort. Ich liebe die Lynx. Eva liebt die. Echt? In echt. Die Luchse mit ihren Puschelohren. Oh, ich denke, ich weiß jetzt schon meine Antwort. Ich mag die auch nicht in Adopt Me und ich denke, ich werde die auch nicht im echten Leben. Die sind vor allem groß. Nee, ich mag gar keine von denen. Aber der sieht schon cool aus. Ja, ich finde, der hat so ein Monster geschoben. Eine Snow Owl. Hier ist die Adopt Me Version. Und jetzt? Ich mag nicht die Ringe an den Augen. Real die Schneeäule life. Ist schön. Ein Schneemann ist aber kein Tier bei aller Liebe. Wie ist das ein Tier? Es ist ein Ding, was man bauen kann. Das ist Wasser. Wasser. Du könntest einfach ein Bild von Wasser zeigen, aber ich mag Real Life mehr. Und jetzt noch ein Tier. Ist Nietzsche ein Tier? Nein. Das ist auch nur ein Fabelwesen. Aber das ist wiederum okay, weil es gibt ja auch keinen Frost Dragon, ich weißt du? Ich mag das Adopt Me best. Ja, definitiv Adopt Me. Der von so Everest war voll süß. Stimmt, den hätten sie Frost nicht. Fury? Wie soll der denn jetzt in echt aussehen? Das würde mich jetzt mal wundern. Oh, Real Life. Oh, wow. Ich dachte, wir wollten diesen Dragon. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Schreibt uns mal unten in die Kommentare, ob ihr in aller Regel die Adopt-Me-Tiere oder die echten Tiere schöner fandet. Ich glaube, bei uns war es so halb-halb, oder? Ich denke auch halb-halb. Dann machen wir jetzt erstmal die Shoutouts. Das erste Shoutout geht an Xenia. Hallihallo. Und das zweite Shoutout geht an Saskia. Hallihallo. Dann würde ich sagen, lasst uns doch bitte einen dicken Daumen nach oben da. Schreibt uns unten in die Kommentare, ob ihr die echten Tiere besser fandet oder die Adopt-Me-Tiere. Bei uns war das, glaube ich, so halb-halb, ne? Ja, denke auch. Und dann abonniert unseren Kanal, da freuen wir uns. Schaltet die Glocke an. Ding, ding. Dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn es neue Videos gibt oder die Eva live geht. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis ihr Lieben. Mua.